Susi Kentikian ist die schnellste Boxerin aller Zeiten. Dreifache Weltmeisterin im Fliegengewicht. Unbesiegt. Die 24-jährige Athletin ist permanent in Bewegung. Im Kampf wird die beliebte Boxfliege zur Killer Queen. 150 cm Dynamit. Susi Kentikian ist schneller als das Auge. Was ist ihr Geheimnis? Die Zeitlupe macht die Profiboxerin zur Tänzerin. Die federnden Sprünge, die Balance des ganzen Körpers, jedes Detail ihrer Beweglichkeit wird sichtbar. Woher nimmt die zierliche Kämpferin ihre Kraft und Schnelligkeit? Ist es möglich, dass sie jeden Schritt ihrer Gegnerinnen erahnen kann? Es ist eine ungewöhnliche Sportart, die eine Körperbeherrschung fordert wie kaum eine andere. Ein Schlag beginnt am großen Zeh und endet in den Fingerspitzen. Der ganze Körper ist in Bewegung. Das ist faszinierend. Mit einem aufwendigen Experiment will Martin Fischer den besonderen Fähigkeiten der Boxerin auf die Spur kommen. Ich würde schon sagen, dass das dann automatisch kommt bei mir. Ich bin auch sowieso der Typ, der nicht viel nachdenken darf im Ring. Wenn ich zu lange überlege, dann kommen meine Schläge gar nicht und dann mache ich auch weniger. Deswegen, ich bin der Typ, der reingeht und gleich seine Aufgabe versucht zu lösen, ohne irgendwie lange zu überlegen. Also einfach das abspielen lassen, wie so ein Film. Mit im Team Heiko Wagner. Um die Aktivität der Muskeln messen zu können, klebt der Sportwissenschaftler 20 Elektroden auf die Haut der Athletin. Infrarotmarker dienen dazu, ein dreidimensionales Bewegungsprofil zu erstellen. Verkabelt wie ein Cyborg geht es in die erste Runde für die Wissenschaft. Beobachtet von der Highspeed-Kamera mit 1000 Bildern pro Sekunde und dem wachsamen Auge der Forscher, schlägt die Boxerin zu. Aus den Aufnahmen lässt sich die Geschwindigkeit, mit der sie ihre Fäuste auf den Sandsack feuert, genau berechnen. 13 Meter pro Sekunde, fast ein Drittel schneller als die Klitschko-Brüder und alle männlichen Boxlegenden. Maximale Frequenz 400 Schläge pro Minute. Es ist bekannt, dass Muhammad Ali eine der schnellsten Geraden eines männlichen Boxers hatte. Und er soll mit 180 bis 200 Millisekunden geschlagen haben. Frau Kentikian schlägt schneller. Die phänomenale Schnelligkeit der Boxkönigin erklärt, was sie so überlegen macht. Für ihre Gegnerinnen ist es schlichtweg nicht möglich, den Schlag zu sehen und zu reagieren. Das Trommelfeuer ihrer Schläge lässt die Forscher vermuten, dass sie es hier mit einem nicht mehr von Gedanken gesteuerten Prozess zu tun haben. Das soll ein weiteres Experiment beweisen. 6 Kameras registrieren Infrarotblitze, die von den Markern auf den Armen der Boxerin reflektiert werden. Aus den Daten erstellen die Wissenschaftler ein genaues Profil ihrer Schläge. Das Ergebnis ist verblüffend. Robo Susi schlägt reproduzierbar wie eine Maschine. Ein Punch gleicht exakt dem anderen, minutenlang. Alle Top-Athleten lernen in jahrelangem Training, Bewegungen zu automatisieren.
und können sich auf diese Bewegungen 100% verlassen. Wenn Sie anfangen nachzudenken über die Bewegung und zum Beispiel einen Schlag extra hart oder gut auszuführen, stört es den Automatismus und die Bewegung wird schlechter werden. Die Aufnahmen der Forscher spiegeln das Ergebnis dessen wider, was in der Blackbox des Gehirns passiert. Die Steuerung willkürlicher Bewegungen beginnt im motorischen Areal der Hirnrinde. Von dort wird der Befehl über das Kleinhirn ans Rückenmark und an die Muskeln weitergeleitet. Jahrelanges Üben führt dazu, dass im Kleinhirn ein Bewegungsprogramm abgelegt wird. Dort sind die sensorischen Informationen, die für die Koordination wichtig sind, gespeichert. Das Kleinhirn beginnt selbstständig zu feuern. Zu viele Gedanken stören die Routine. Im Kampf scannt das Boxgenie die Bewegungen ihrer Gegnerinnen mit ihrem Gespür für Geschwindigkeit. Sie liest die Schläge, bevor sie kommen. Das Geheimnis ihres Erfolgs.